Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong 64. Tja, in der letzten Folge haben wir den ersten Boss Armadillo besiegt, haben seinen Schlüssel bekommen und damit auch gleich das erste Schloss an K. Lumsys Käfig aufgeschlossen. Und jetzt sind wir hier auf dem Weg in Level 2, was Clumsy uns auch geöffnet hat. Also, los geht's. Dieser Störenfried sollte längst ein Stück Kohle sein. Wo ist Armadillo? Entschuldigung, Meister, er war zu flink für mich. Nächstes Mal kriege ich ihn. Unfassbar. Ich mag keine Versager. Weißt du, was mit Versagern passiert? Ich habe bereits zu lange gewartet. Diese flohverseuchten Affen kommen mir diesmal nicht in die Quere. Ich glaube aber doch. Okay, Azteken Arena. So, Donkey. Zuerst bist du wieder dran. Ananas, hier muss Chunky ran. Diese blöden Zinger da oben. Ah. Hier kann wenigstens Donkey schon das Tor aufschließen. Okay, ah. Ein Donkey Kong Fass. Das kann er aber noch nicht benutzen. Er beherrscht das noch nicht. Da ist gleich der Blaupausentyp in Gelb. Aha. Okay. Also müssen wir hier irgendwann noch zurück. Oh. Wüste. Ein Lama. Hör zu. In den Wolken liegt der Schlüssel zu meiner Freiheit. Ah, klingt nach diesem Fassgeballer. So, Teleporter Nummer 1 ist komplett. Hier hätten wir den auf Nummer 2. So, und wen hat... Oh. Jemand Neues. Candys Musikladen. Oh, your eyes are pretty. Hi Donkey, bleib locker. Ich habe ein paar ganz heiße Tipps für dich auf Lager. Für eine Handvoll alter Münzen kannst du ein heißes Musikinstrument und ein paar extra Melonen haben. Wir sollten erstmal ausgehen vorher. Ach schon, für eine 3 Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei und gebe dir eine extra Melone gratis. Ach so, die grüne. Mhm. Ja, von mir aus. Der Boom Bongo. Oder die Boom Bongos eigentlich, ja? Was gibt's da zu lachen? Komm näher, Donkey. Ich zeig dir, wie man mit dem Instrument umgeht. Halte Z gedrückt, während du C oben betätigst. Der Hammer-Sound wird die meisten Kremlings umhauen, allerdings verliert das Instrument an Energie. Wenn du einen Kopfhörer findest, kannst du die Energie wieder aufstocken. Stell dich beim Spielen auf eine Musikplatte, dann verbrauchst du keine Energie. Und manchmal passieren ganz abgefahrene Sachen. Ich schätze, eine zusätzliche Melone wird euch manches einfacher machen. Okay, mehr kann ich zurzeit nicht für dich tun. Sehen wir uns später? Nee. Okay, gut. Eine zweite Health Bar, wenn man so will. Ach, was soll's. Wir schicken Diddy noch hin. Auch wenn es eigentlich hier Donkeys Lauf ist. Dann hat er wenigstens auch schon sein Instrument. Und derselbe Text nochmal, aber bäh.
Ich glaube, er muss sowieso jetzt noch mal ran. Komm näher, Daddy. Ja, ja, schon klar. Das ganze Gefasel kannst du dir jetzt schenken. Obwohl das ja eigentlich Donkeys Lauf ist, muss Daddy hier erst noch ein paar Türen öffnen. Dorthin. Bäh. Kann leider nur er. So, hier ist nämlich seine Musikplatte. Okay. Auf der anderen Seite von dem Tunnel muss er, glaube ich, noch mehr öffnen, aber das machen wir später. So. Okay, das Lama. Hör auf herumzualbern, der Sand juckt mich am ganzen Körper. Meine Fresse. Immer dieses ungeduldige Viehzeug. So. Kommen wir in den Tempel rein? Ich jetzt mal abchecken. Aber ich glaube irgendwie nicht. Diddy kommt hier rein, Chunky kommt hier rein. Blanky und Tiny kommen hier rein. Boah, nur er nicht. Der alte Donkey. Der alte Esel. Na komm schon. Okay. Ein paar Bananas. Na komm, umdrehen. Gut, immerhin. Ach shit. Treibsand ist nicht so gut für die Gesundheit. Okay. Wow. Ein Junkie-Fass. Ja. Und was haben wir? Oh, Cranky. Oh, das ist wieder so ein übelst schmaler Weg. Ich doch gewusst, ich sehe da zwei Ballons. Okay. Langsam. Und hopp. Boah. Okay. Teleporter Nummer 3. 5 Münzen. Ein weiterer Trank. Na gut, dann her damit. Kong Power. Hm. Hör zu, DK. Spring in das Fass, welches deine pelzige Visage trägt. Schon bist du so lange unverwundbar, bis dein Vorrat an Kristallkokosnüssen erschöpft ist. Aha, mehr gibt's nicht. Okay. Da wir hier ein Tauschfass haben, kann Diddy eigentlich auch nochmal hier rein. Seinen nächsten Trank abholen. Auch 5 Münzen, das reicht gerade so. Der Raketenrocker. Sein Ultra Smash in Smash Brothers übrigens. Na gut, spring in das Fass, das dein Gesicht zeigt und probier den Prototypen meines Raketenrockers aus. Na, ich weiß nicht, ob du dieses feine Teil überhaupt verdienst. Auf in die Lüfte. Doch sei gewarnt, der Verbrauch an Kristallkokosnüssen ist nicht gerade niedrig. Drücke A für Schub und Z, um zu schweben. Mit B feuerst du deine Shooter ab. Abgefahren, ne? Mehr gibt's nicht. Okay, Kristallkokosnüsse kann man jetzt sammeln. So. Und die beiden wenigstens schon mal. Uah.
ihre Fähigkeiten erweitert. Ah, fuck. Jetzt mit der Fähigkeit Kong Power könnte Donkey hier am Anfang dieses Gebiets in sein Fass springen, den Blaupausenmann erledigen. Na komm. Ich würde sagen, das mache ich auch. Shit. Gut. Ah, hier wären wir schon. Das hier sind diese Kristallkokosnüsse. Also los. Huhu. Diese Fähigkeit verbraucht Kristallkokosnüsse. Beende den Move mit Z und dem C-Lex, alles klar. Hey, mehr hier. Man merkt's, der macht nicht mal die Anstalten, mich anzugreifen. Sein Verbrauch ist nicht allzu hoch. Der geht noch. So, hopp. Blöde Gremlings. Bäh. Ah, Claptraps. Was da rumklappert, sind noch deren Gebisse. Für ein eigenständiges Leben. Okay, hier können wir nichts erreichen. Das sieht mir nach Diddys Münzen aus. So, Teleporter Nummer 2 komplett. Nummer 3 komplett. Nummer 4 haben wir auch schon aktiviert. Ah ja, hier können wir das Lama befreien, ne? Oh, automatisch schießende Fässer. So, Lama, jetzt müsstest du aber langsam freikommen, ha? Huh? Yeah. Vielen Dank. Mehr als diese alte Banane habe ich leider nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay. Aha. Donkey, Lanky und Tiny Kong können hier rein. Aber noch einen Bananenballon hinten gesehen. Okay. Können jetzt mal langsam wieder Munitionskisten einsacken. Ein bisschen was verbraucht. Holen wir uns erst die Banane, bevor wir in den Tempel reingehen. Uiuiui. Das war gerade mal die erste. Man merkt schon einen deutlichen. Ja. Weiß nicht. Man merkt, dass die Level größer werden, ne? Schon mit Level 2 ist der Unterschied schon ziemlich groß. Was soll's. Und irgendwie wird das mit jedem Level schlimmer. Okay, hier oben kann Donkey nichts machen. Das ist Diddys Gebiet. Ich guck mich gerade so um, ob mir vielleicht aus
dir da irgendwas einfällt? Ich glaube, mit Diddy müssen wir mal auf das Dach des Tempels dort hinten am Horizont. Haben wir jetzt hier irgendwo ein Tauschfass in der Nähe? Das wäre nämlich schön, nett. Ah, Moment. Oh, da hätten wir Nummer 4. So, Diddy. Auch wenn das nämlich eigentlich wieder in sein Gebiet reinkommt, aber das ist erstmal egal. Er muss hier manche Sachen für andere Kongs noch aktivieren. Donkey eingeschlossen. Ah, die 3 Bananen kannst du mitnehmen. Oho. Okay. Erstmal wieder was einsammeln. Feed me. Na, feed me, hat er gesagt. Füttere mich. Und er will Erdnüsse haben. Okay, wieder so ein verschlungener Pfad hier. Okay, du willst Erdnüsse? Du kriegst Erdnüsse. Okay, und... Ach, shit. Ja, mit jeder Erdnuss wird er ein bisschen schneller. Na, ja, das war Mist. Okay, das lief super. So, da erscheinen die Schalter für alle 5 Kongs. Gut. Jetzt können wir wieder zu Donkey wechseln. Kann den ja gleich übernehmen, seine Tür. Dürfte die links unten sein. Aber gucken wir erstmal, ob hier in diesem Tempel außenrum noch so ein bisschen was versteckt ist. Hm? Na gut, Kristallkokosnüsse. Ein Troph und Scoff Portal. Hm, also für ihn ist hier nichts hinten. So, Schuss. So, ein jeder hat hier seinen Eingang. Wege. Oh. TNT Cremings. Was war das jetzt? Die sollte man aus der Distanz erledigen. Die Rensern zittern einem her und explodieren irgendwann. Oh. Lila Claptraps. Auch gegen die ist nur die Granate effektiv. Und vielleicht das Musikinstrument, aber wenn es auch ohne geht, warum nicht? Oh, nur für alles voll mit diesen kleinen Drecksviechern. Okay, da haben wir die Banane, was ist aber auf der anderen Seite? Geh weg. Mehr von denen. Kann das egal sein. Wir schnappen uns die Banane und dann raus hier. Überhaupt wird es jemand nicht mögen, dass wir uns die Banane genommen haben. Get out. Ja, ist ja gut. Get out. Wenn der Timer abläuft und wir noch nicht hier draußen sind, erledigt der Donkey mit einem Kopfschuss. Aber dazu kommt's nicht. Und ja, ich meine damit wirklich erledigt. Alle beiden Melonen sind dann auf einen Schlag weg.
So, okay. Aha, aha, gut. So, wir können ja noch die Blaupause abgeben. Ich glaube, ich weiß nicht, wo es... Ja, da hinten ist er. Da hinten ist Snide. So, hier haben wir Teleporter 5. Ein Donkey-Fass, aber die Tür hier, die ist noch zu. Da müssen wir nämlich rein. So, Snide. Ja, saubere Arbeit, bla 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 bla. Mal sehen, was hast du in diesem Level für eine Mechanik? Die ändert sich ja immer wieder. Oh. Gut berechnet. Okay. Naja. Immer noch sehr bescheiden, die Details. Okay. So, dort unten dürften wir nichts für Donkey haben, aber wir könnten ja trotzdem mal das Ganze mal ansehen. Ja, ich sehe diese Diddy-Gongs. Bloß ein Fass für Tiny, aber nichts für Donk. Also können wir jetzt den Tempel mit dem Lama betreten. Blödes. Kleines Mistvieh verflucht. Müsst ihr eben wieder herhalten. So. So. Hopp. Der Lama-Tempel. Wen haben wir denn da? Lanky Kong. Ist da jemand? Komm und hilf mir. Mit einer Clownsnase. Sehr sympathisch. Ja, der Tempel hat selbst noch ein paar Teleporter. Ist ja der Wahnsinn. Ey! Ich schätze, dass hier drin ist Lava und da sollten wir erstmal nicht reinhopsen. Was haben wir hier? Die haben eine leichte Zielverfolgung, die Granaten. Ah, die Posaune. Das ist nichts für Donk. Eher was für Lank. Ah, da haben wir wieder eine Fee. Können wir immer noch nicht fotografieren. Und hopp. Eine Tür für Lank. Okay. Also hier haben wir sie doch. Gut, Bananenmedaille haben wir schon fertig. Da haben wir einen Donkey-Schalter. Ging gerade noch gut. Da geht das Tor auf. Da sehe ich Bananenstauden schon wieder. Gut, aber hier gibt es noch mehr. Okay, erstmal ordentliches Geld und hier sind seine Bongos. Das weckt ihn auf. Igitt. Und sein Rotz ist so flüssig,
die Lava sogar zu Wasser wird. Oh Mann, aber na gut. Aber leider müssen wir jetzt auch da rein. So, hier ist ein kleiner Durchgang und jetzt kommen wir zu unserem neuen Freund. Orang-Utan. Lass mich raus, ich helfe dir, K.R.O. zu besiegen. Oh gut. Brauch deine Aufforderung nicht. Cool, DK! Jetzt brauche ich frische Luft! Ich kann dir helfen, indem ich blaue Bananen sammle. Du findest mich im Tauschfass. Okay. Kong Nummer 3. So, oh mein Gott. Er hat gleich mal ein paar Bananenballons hier drin, aber er hat noch keine Waffe, er hat noch keine Fähigkeiten, er hat noch kein Musikinstrument, der ist noch völlig nackt. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben wir hier noch eine? Ja, Donkey fehlt noch eine. Fuck, wo waren die jetzt noch? Ah ja, oh, ich habe doch das Portal geöffnet gerade. Ne. Ups, falscher Button. Sorry. Okay. Ne. Blöder Claptrap. So, hier haben wir jetzt noch sein Fass. Und los geht's. Oh, rote Ballons. Und 100 Bananen, alles klar. Ein Bananenfass mit einem kleinen Spielchen. Welcome to Bonus Stage. Wankende Wachen. Schleiche durch das Labyrinth hin zur Zierflagge. Oh, so ein bisschen Metal Gear Donkey Kong, ja? Oh, oh! Und das noch auf Zeitdruck, also echt. Ja, wo lang? Links oder rechts? Da die Wache so ein bisschen nach rechts geht, würde ich sagen. Wir gehen auch nach rechts? Oh ja. Ah, da ist die Zielflagge. Well done. Oh. Okay. Gut. Donkey Kong. Oh. Teleporter 5, ne? Das ist ja mal herrlich. In Ordnung. So, damit ist Donkey Kong schon mit Azteken-Arena fertig. Oh, los jetzt, rüber hier. Das eine Melonenviertel, das können wir uns mal erlauben. Okay. Gut, Leute. Dann stelle ich mich hier wieder unter das Tauschfass. Mach hier einen Cut und in der nächsten Folge ist Diddy Kong mit der Azteken-Arena dran. Also, bis dahin. Tata!